Das klingt echt wie eine Nachrichtenmeldung aus Phantasien. Jedes Auto kann von heute auf morgen zu einem Elektroauto werden, ohne irgendeinen Umbau. Einfach so. Ja, das ist tatsächlich möglich. E-Fuels heißt die Lösung, also Elektrokraftstoffe. Wie bitte? Die Auflösung. Jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das ist wirklich verrückt. Jedes Auto könnte von heute auf morgen mit Strom angetrieben werden und dabei müsste das Fahrzeug überhaupt nicht verändert werden. Kein Umbau, keine Kosten, einfach so. Die Lösung, Strom wird verwendet, um den Treibstoff herzustellen und das erfolgt dann vollkommen klimaneutral, wenn die Energie mit regenerativen Energiequellen erzeugt wird, also Wasser, Sonne, Wind. Und das wäre dann auch eine Lösung, um die Stromspitzen zum Beispiel bei der Windkraft abzufangen und den Strom zu speichern. Die Lösung heißt E-Fuel. Hier wird zunächst per Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgeteilt. Das ist super simpel. Einfach ein Plus- und ein Minuspol ins Wasser halten, Strom drauf und am Minuspol an der Kathode wird reiner Wasserstoff erzeugt und an der Anode, dem Pluspol, reiner Sauerstoff. Schon die beiden sind ein absolut explosives Gemisch und reagieren extrem schnell und explosiv miteinander. Eigentlich ideal als Treibstoff. In Wasserstoffautos wird Wasserstoff ja auch verwandt. Allerdings geht das nicht mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Dafür muss der Wasserstoff mit CO2 zusammengebunden werden und schon haben wir Kohlenwasserstoff und damit je nach Methode Benzin, Kerosin, Gas und so weiter und so fort. Und CO2, ja, das haben wir ja mehr als genug. Es kann aus der Luft zurückgewonnen werden, aus Biogasanlagen gewonnen werden oder mit anderen Technologien erzeugt werden. Entscheidend mitentwickelt hat dieses Verfahren Michael Sterner. Er ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Technischen Hochschule Regensburg und wurde für diese Power-to-Liquid- und Power-to-Gas-Technik mehrfach ausgezeichnet. Und es könnte wirklich die Zwischenlösung sein, bis die Reichweite von Elektrofahrzeugen mindestens auf eine Tagesreise auch auf Autobahnen gestiegen ist und sie in wenigen Minuten geladen werden können. Zwischenlösung, weil diese Technik nicht besonders effizient ist. Der Wirkungsgrad liegt bei rund 20-30% und noch ist der Kraftstoff ziemlich teuer. Letzteres würde sich aber nach der Markteinführung schnell ändern. Und man müsste die Mehrkosten verrechnen, die im Moment entstehen, weil Kohlekraftwerke die Netze belegen und Windkraftanlagen deswegen abgeschaltet werden müssen. Dann wird dieser Treibstoff plötzlich sogar richtig preiswert, weil ausschließlich Überkapazitäten für die Produktion von E-Fuels genutzt werden würden. Bei Elektrofahrzeugen liegt übrigens der Wirkungsgrad bei 70% und Strom ist sogar billiger als fossile Brennstoffe und das auch langfristig. Allerdings steht die Politik mal wieder auf der Bremse. Laut Sterner will man hier erst das Netz ausbauen, bevor Energie gespeichert wird. Das wird ungefähr noch 12 Jahre dauern. Dann sind dann mal eben 40 Milliarden Euro verpulvert worden. Da könnte ich ja mal wieder Dampf ablassen. Oh Mann. Also, wenn ihr kein Video zum Thema Elektroautos, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch über neue Videos informiert. Hier geht es weiter und dafür unbedingt draufklicken. Bald nur noch Elektroautos, Technik vor Technologiesprung. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.